Hey Leute, mein Name ist EpicSun und heute zeige ich euch die Top 5 Presets hier in Minecraft. Wir sind in der Version 1.8, das klappt aber auch in jeder anderen Version. Und wie ihr die Presets einfügen könnt, das ist ganz einfach. Ihr geht einfach hier auf Singleplayer Create New World, dann hier bei World Type geht ihr hier auf Superflat, also einmal draufklicken, dann hier auf Customize und dann seht ihr hier schon die Layer und dann geht ihr hier auf Presets und dann seht ihr das hier oben. Das markiert ihr einfach alles bzw. löscht einfach alles weg. Und kopiert euch einfach das rein, was ihr in der Videobeschreibung seht. Und wir fangen dann mal gleich auf Platz Nummer 5 an. So, Platz Nummer 5 kopiert euch einfach hier rein. Klickt unten auf Use Preset, dann hier auf Done und dann auf Create New World. Achtet noch darauf, dass ihr hier vielleicht im Creative seid. Oder wenn ihr im Survival spielen wollt, könnt ihr das natürlich auch ganz gerne tun. Und jetzt lädt das. Manchmal kann es ein bisschen länger laden, weil das natürlich auch ziemlich krasse Presets sind, die ich hier für euch vorbereitet habe. Ich habe alle wirklich selber gemacht und nirgendwo abgeschaut oder so. Also wie gesagt, alles gerade selber erstellt. Und jetzt will ich euch einfach mal präsentieren. Und ihr seht schon, es lädt echt lange. Und ihr seht hier schon, es hat wirklich sehr, sehr lange geladen. Wir haben hier einfach eine Village nach der anderen, also ganz, ganz viele Dörfer. Und das ist echt sehr, sehr heftig. Man kann das theoretisch auch im Survival spielen. Also es gibt auch Erze und Wasser und alles. Holz gibt es, glaube ich, nur in den Villages. Ich glaube, dass keine Bäume so wachsen. Aber ihr seht schon, eigentlich besteht die ganze Map fast nur aus Dörfern, was sehr, sehr cool ist. Also man geht aus einem Dorf raus und kommt direkt ins nächste Dorf. Und hier ist natürlich auch eine Schmiede neben der anderen. Es sind, glaube ich, sogar zwei Schmieden in einem Dorf. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Schaut mal hier, wir haben hier schon gut was zu essen, sage ich mal, ein bisschen Rüstung. Und hier ist direkt die nächste Schmiede, die ist direkt gegenüber. Und hier befindet sich natürlich wieder Eisensachen drin. Also man hat hier echt in wenigen Minuten richtig gutes Gear. Und das wäre so das erste Preset. Mir gefällt es echt sehr gut. Mit den ganzen Villages, mit den ganzen Dörfern, ist echt cool. Man geht hier, wie gesagt, an einem raus und kommt schon ins nächste. Aber Leute, es wird noch viel, viel heftiger. Also die Presets, die werden noch richtig, richtig krass. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zu Platz Nummer 4. So Leute, wie ihr seht schon hier, Platz Nummer 4, es ist einfach nur eine sandige Wüste, also ganz normal eine Wüste, denkt sich jetzt der ein oder andere. Und das ist natürlich nicht so, wenn ihr nämlich hier einen Block abbaut, ich hoffe es leckt nicht zu stark, ihr baut einfach einen Block ab. Oh Gott! Und es fällt einfach alles nach unten, es leckt extrem, ihr seht das schon. Und es ist einfach so ein... oh, es ist heftig. Ihr seht einfach, wie der Sand einfach hier runterfällt und es leckt echt extrem, ich hoffe... Ja, im Video leckt es natürlich auch sehr, sehr heftig. Ich weiß nicht, ich kann vielleicht die Render Distance ein bisschen runterstellen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas dran ausmacht. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir machen die mal auf Tiny. Es leckt immer noch sehr, sehr krass. Denn, ich kann mal nach unten. Oh, jetzt geht es ein bisschen. Ihr seht schon, der Sand fällt hier nach unten. Oh, die Mobs mache ich auch mal aus. Die brauchen wir hier natürlich nicht. So, peaceful. Und ihr seht schon, hier regnet es einfach Sand. Und der fällt von ganz oben hier runter. Ich glaube, das sind 100 Blöcke, habe ich eingestellt. Das geht nämlich auch einfach unendlich weiter. Und ihr seht, da unten baut sich der Sand wieder auf. Ihr seht, hier oben fällt es runter. Fällt dann tatsächlich hier lang. Oh, ich überhole es ein bisschen. Und landet dann hier. Zack, zack, zack. Genau wie es oben war. Und es geht immer weiter und weiter. Und das geht echt unendlich weit. Und ich finde, es ist echt cooler Effekt. Sieht echt schön aus. Man kann es auch mit weniger Luft zwischendrin machen, dass es tatsächlich auch nur zwei Blöcke oder so runterfällt. Aber so gefällt mir das eigentlich auch sehr, sehr gut. So, ich editiere gerade nochmal hier die Sache. Wie gesagt, ich will jetzt, dass der Sand nicht so weit runterfällt, sondern nur vielleicht 5 Blöcke. Ich hoffe, das funktioniert. Ich kann auch vielleicht beides euch unten in die Videobeschreibung schreiben, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, jetzt fällt der Sand nur noch 5 runter. Ja, genau, jetzt fällt der Sand nur noch 5 runter. Gerade eben habt ihr es gesehen, wenn der Sand 100 runterfällt. Jetzt fliegt er nur noch 5 runter. Die Mobs muss ich wieder ausstellen. Beziehungsweise stelle ich die einfach wieder aus, die brauchen wir eh nicht. Und so wird es jetzt aussehen, wenn es nur 5 runterfällt, es leckt nicht zu stark. Und ihr seht, dass es einfach unendlich geht. Also wir haben hier eine riesige Linie, auch in die Richtung, in alle Richtungen. Fällt der Sand 5 Blöcke nach unten auf der ganzen Welt hier in Minecraft und genau hier ist die Spitze. Und es sieht echt cool aus, als ob man jetzt drauf surfen könnte oder so. Ich kann auch gerne mal hier drunter gehen, wir können uns mal weiter hier hinten positionieren. Und da seht ihr schon, die ganze Sandwelle kommt auf uns zu. Und, oh, das ist so cool, Leute. Da fährt sie über uns drüber und das geht einfach unendlich so weiter. Die ganze Zeit, der Sand geht weg und fällt 5 Blöcke nach unten. Und Leute, wenn euch sowas gefällt, dann gebt doch einfach mal einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Ich habe das, wie gesagt, alles selber mir ausgedacht. Ich habe das nirgendwo abgeschaut oder sowas. Finde ich echt extrem cool und ist echt ein nicer Effekt. Und der Sand da hinten bewegt sich natürlich immer weiter und weiter. Ich würde sagen, wir kommen zu Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 fügen wir natürlich auch so ein wie die letzten beiden. Einfach hier hin, zack, einfügen. Und jetzt Create New World. Ich glaube, das dauert... Ja, es dauert nicht lang. Okay, es klappt tatsächlich. Wir sind hier nämlich auf Höhe 63. Stimmt das? Ja, genau, auf Höhe 63. Und ihr seht hier, hier ist ein Wüstentempel. Aber nicht nur einer. Es sind nämlich... Hier hinten ist auch einer. Es sind hier überall Wüstentempel. Und das finde ich auch sehr, sehr cool. Einfach eine ganze Landschaft nur mit Wüstentempel.
Und da ist schon der nächste, also wirklich, es sind überall Wüstentempel. Kann ich eigentlich die Videosettings nochmal ein bisschen höher stellen? So auf 25, jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Hier ist noch einer, dort ist noch einer, also wirklich, die sind überall. Und ich glaube auch alle in dieser Reihe hier angeordnet. Ich glaube, die Entfernung dazu ist bei 9. Ich weiß nicht, ob das, was ist jetzt, ob das 9 Chunks sind oder so. Ich glaube, es sind 9 Chunks, bin mir da nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das die niedrigste Distanz, die man einstellen kann. Also alle 9 Chunks befindet sich ein neuer Wüstentempel. Ich finde es auch extrem lustig, weil es hier drin natürlich auch die Kisten gibt. Ganz normal, wie in einem ganz normalen Wüstentempel, wie sich das gehört. So, können wir auch mal gerne schauen. Wir haben hier auch einfach mal 4 Diamanten, ist ja kein Problem. Ich glaube, was ist das denn hier für ein Wüstentempel? Wir können auch mal gerne in den Game Mode 3 gehen. Und jetzt seht ihr das hier auch unterirdisch. Also ihr seht hier die ganzen, na, wie soll ich sagen, die ganzen Schächte, wo es tatsächlich die coolen Sachen gibt. Und das ist echt extrem cool, dass die ganze Welt nur aus Wüstentempel besteht. Ich hätte die auch gerne ein bisschen näher zusammen hingestellt, aber das ging leider nicht. Und hier, ja, ist ganz guter Loot. Ja. Also wie gesagt, ich hätte gerne echt alles so ganz nah beieinander gestellt. Aber es geht echt, wie gesagt, nicht. Wir schauen mal ganz kurz rein, was es hier unten noch gibt. Ich denke, also der Tempel von gerade eben war echt extrem gut mit 4 Diamanten und nochmal 2, okay. Und nochmal 3, was ist denn hier eigentlich los? Okay, sehr, sehr cool. Das war auf jeden Fall Platz Nummer 3. Kommen wir nun zu Platz Nummer 2. Dafür müssen wir natürlich wieder hier auf Customize gehen, dann hier auf Presets und dann hier den wieder einfügen. Zack und Use Preset dann. Und ich glaube, das dauert echt ein bisschen länger zum Laden. Oh ja, das dauert echt ein bisschen länger. Oh, da sehen wir auch schon. Oh, das leckt. Oh, das leckt. Und ich mache auf jeden Fall mal die Mobs aus. Difficult. Oh, das leckt immer noch. Ich kann hier gar nichts mehr machen, Leute. Und ihr seht schon auf dem Boden, was wir da sehen. Aber das schauen wir uns gleich genauer an. Aber es leckt einfach. Ich kann hier gerade gar nichts mehr machen. So, bei dieser Map ist mir jetzt gerade eben tatsächlich das erste Mal Minecraft abgestürzt. Ich weiß nicht warum. Wenn ihr einem nicht ganz so guten Computer spielt, dann solltet ihr auf jeden Fall aufpassen. Wir gehen kurz in den Game Mode 1 und ihr seht schon, hier besteht alles aus Kohle. Und das ist längst noch nicht alles. Wir können einfach nochmal ein bisschen tiefer hier in die Erde gehen. Und es wird nicht nur Kohle da sein, es gibt noch viele, viele andere Erze. Am besten, wir nehmen mal TNT. Wollen wir das mal machen? Ich glaube, das ist ganz gut. Wir nehmen TNT, dann noch einen Block of Redstone und platzieren das hier einfach mal. Oh ja, das hört sich gut an. Hallöchen. Oh, wie viel Level bekomme ich hier? Oh, wie gut. Oh, das ist echt geil. Und hier ist so, so, so viel Kohle. Das ist echt sehr, sehr nice. Und hier ist Redstone. Okay. Ich grab mich einfach mal da ganz unten und spreng einfach mal einen riesigen Graben rein. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch noch viel, viel mehr Erze außer Kohle und Redstone. Wir befinden uns gerade auf Höhe 109. Oh Gott, Leute. Okay. Ich buddel mich mal ganz kurz nach unten. Oh, da bin ich fast durch die Map gefallen. Ganz unten sind auch Diamanten, aber ich werde jetzt eh ein Loch reinsprengen. Also ihr seht das schon, wir gehen hier durch die besten Erze durch, die es so gibt. Hier sind Diamanten, dann kommt, glaube ich, Lapis Lazuli, Emeralds habe ich... Ne, Gold kommt dann, okay, okay. Gold kommt dann. Boah, hoffentlich leckt das Spiel nicht, wenn ich das hier wegspreng. Auf jeden Fall besteht die ganze Welt aus diesen Blöcken, was sehr, sehr krass ist tatsächlich. Wir gehen nochmal weiter hoch. Boah, Leute, das ist so, so heftig. Also ich glaube, ihr könnt euch das relativ gut vorstellen, dass einfach die ganze Welt aus diesen Schichten aus Materialien besteht. Okay, ich setze das mal so, ich hoffe, das reicht auch, ich denke mal schon. Wir sind hier auf der Kohleschicht, wie gesagt, ganz oben ist Kohle. Und jetzt explodiert alles bis nach unten hin. Und, oh Gott, das dauert allein, jetzt explodieren dauert ja schon richtig lang. Oh, es leckt auch schon ein bisschen. Hier oben seht ihr die ganzen Kohle und dann geht es hier runter zum Redstone. Da unten ist schon Lapis Lazuli, kann ich erkennen. Und, oh wow, wie viele Level sind hier denn? Oh shit, Leute. Hier, oh, das sieht ja so cool aus. Also mir gefällt das richtig gut. Allein schon vom Design sieht das nice aus. Hier sind wir endlich beim Eisen. Aber was es nicht gibt ist, oh. Was es nicht gibt, ist Holz. Das ist sehr, sehr komisch. Man kann nichts hiermit machen, weil es gibt kein Holz. Und hier unten sind die Diamanten. Und hier unten ist ja da auch dann Schluss. Also wie gesagt, boah, das sieht... Boah, Leute, das sieht doch so schön aus. So ein ganzer Raum aus Diamanten ist echt sehr, sehr schön. Und ihr seht hier schon, durch alle Erze haben wir uns einmal durchgebombt. Ist echt extrem cool. Also mir gefällt es echt sehr, sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum finalen Platz Nummer 1. Okay, Leute, Platz Nummer 1 fügen wir jetzt hier ein. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie lange das braucht zum Laden. Ich hoffe echt nicht zu lang. Wir createn die Welt Building Terrain. Und ich glaube... Oh, das ging echt schneller. So, sind wir in Game Mode 1? Okay. Wir können mal nach unten, beziehungsweise wir gehen mal in Game Mode 3 nach unten. Ihr seht schon, Leute, Platz Nummer 1. Was soll das denn? Das sieht ja nicht so besonders aus. Ihr seht einfach nur eine riesige Graslandschaft ohne irgendwas anderes. Aber, Leute, geht einfach in den Game Mode 3, beziehungsweise buddelt euch einfach hier runter. Hier habe ich es schon ganz kurz getan. Und es ist echt einfach richtig, richtig krass. Ich gehe jetzt einfach mal nach unten und, Leute, ich glaube, sowas habt ihr echt noch nie gesehen. Schaut euch das einfach mal an. Es ist so heftig.
Es ist wirklich richtig, richtig krass. Die ganze Map besteht nur aus Strongholds. Strongholds, ich glaube, das kennen eigentlich alle, sind die Dungeons oder wie auch immer man es nennen will, wo man ins End kommt. Und ihr seht es schon, hier ist ein Endportal, hier ist ein Endportal. Überall sind Endportale, weil hier überall Strongholds sind. Und das ist echt richtig, richtig krass. Das ist für mich echt ein verdienter Platz Nummer 1. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch einfach mal einen Daumen hoch und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.